Ja, hallo, mein Name ist Thomas Eich. Herzlich willkommen auf der London Bass Guitar Show. Ja, zu meinem 30-jährigen Firmenjubiläum habe ich mir überlegt, mal wieder einen Neustart hinzulegen. Habe meine komplette Produktlinie neu designt, Updates eingeführt und dem Ganzen natürlich auch einen neuen Namen verpasst. Ja, es gibt halt jede Menge verschiedene Lautsprecherboxen. Also wo wir jetzt gerade dabei sind, das ist eine 12-10-Kombination. Das heißt einmal 12 Zoll, einmal 10 Zoll. Und auf der Seite kann man hier zum Beispiel sehen, gibt es drei Hochtöner und ein Control Panel, mit dem ich praktisch diese drei Hochtöne unterschiedlich einstellen kann. Es gibt einen 4 Zoll Cone Driver, einen 1 Zoll Horn und einen Piezo Driver. Und man kann halt jeden Hochtöner in eine Off-, eine Half-Power oder eine Full-Power-Position schalten und die miteinander kombinieren, wie man es eben möchte. Das bringt einem einfach eine extreme Flexibilität, gerade im Obertonbereich. Das stärkste Amp, den wir im Moment am Markt haben, ist der T1000 mit 1000 Watt, 2x500 Watt, eine Stereo-Endstufe mit einem Taste-Filter und einer Vierband-Klangregelung, sowohl und also zusätzlich noch einen Bass und einen Treble-Boost. Dann gibt es die Mute-Funktion, den Pre-Post für den DI, sodass ich das Signal entweder mit oder ohne Klangregelung auf die PA schicken kann und natürlich ein Ground-Lift. Optimiert ist das Gerät auch im Inneren in Bezug auf Kühlung. Es gibt ein spezielles entwickeltes Kühlsystem, was den Amp halt auch bei extremen Situationen immer cool bleiben lässt. Das ist ein sogenannter Airflow-Channel, den wir entwickelt haben. Der sorgt einfach dafür, dass wenn man selbst an der Grenze der Impedanz fährt, der Amp halt immer cool bleibt. Des Weiteren gibt es halt noch Kombos, 1x12 und 2x12 Kombos, jeweils mit 300 bzw. 500 Watt RMS. Und dann geht es halt weiter mit verschiedenen weiteren Amps, die T500, T300, T900. Das sind die aus der kleinen Serie, extrem kompakt, leistungsstark. Und dann halt geht es hoch bis zu einer 8x10er Box, die auch jetzt hier im Bild ist, mit dem T1000. Neu bei allen Amps ist auch das Amp-Fixing-System, das beziehungsweise die Magnet-Fix-Pins, was man hier sehen kann. Die Verstärker haben praktisch, ich nehme das mal in die Hand, hier unten einen Magnet-Pin und können dadurch hier an der Lautsprecherbox fixiert werden, sodass sie halt auf keinen Fall runterfallen können, selbst wenn eine Lautsprecherbox mal in Monitorposition sich befindet. Also das war es erstmal kurz von mir. Ich wünsche euch viel Spaß noch auf der London Bass Guitar Show. Vielen Dank. Ciao.